Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, wie manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft Schwale. Ich denke mal, Sie haben es auch gesehen, dass wir es doch offensiv angelaufen haben, eine Stunde lang haben wir es halt versucht, die Funk in unserem Tor wegzuhalten. Finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Dann haben wir die Bälle nicht mehr so festmachen können vorne, weil der Druck einfach zu groß geworden ist. Da hing sie ja gute Mannschaft. Und hat unser Torwart auch mal im Spiel gehalten. Das höchste Zeit war, dass der Feller da auch mal einen Unhaltbaren raus tut. Und von dem her hat man im Moment halt auch ein kleines bisschen Glück, das brauchen wir aber. Und wir sind ja die Minimalisten, habe ich gehört. Und so war es halt. Wir freuen uns, dass wir drei Punkte auswärts haben. Wir haben auswärts noch nicht gewonnen. Wir können ja eigentlich nur unentschieden spielen.
von dem her sind wir natürlich zufrieden, dass wir mit unserer Mannschaft, angeführt von unserem Captain, von Manny, dass wir das von hinten raus halt sehr gut gemacht haben. Kämpferisch brauchen wir uns nichts nachsagen lassen. Das war gut. Glückwunsch zum Sieg und zu der kämpferischen guten Leistung. Heute gab es ein großes Donnerwetter, weil das ist nicht das, was wir die ganze Zeit trainieren, was wir auch bisher gespielt haben. Auch wenn wir letzte Woche in Unterföhring sicherlich auch kein Offensivfeuerwerk an den Tag gelegt haben. Aber das ist auswärts und hier zu Hause muss man ein bisschen mehr tun. Wir haben überhaupt gar keine Bälle festmachen können in der ersten Halbzeit, haben kein gutes Passspiel gehabt, sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen und der Gegner hat wahnsinnig stark gespielt, hat uns wirklich gut von seinem Tor ferngehalten und hat den Druck gemacht, sagen wir mal, auch die Gegenspieler, den ich erwartet habe, dass er so weit vorne ist oder so weit vorne agiert, habe ich nicht erwartet. Aber gut, da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Und zweite Halbzeit haben wir dann endlich Zugriff aufs Spiel bekommen. Und dann musst du, da hast du zwei gut rausgespielte Sachen, musst dann einen davon machen. Aber wenn du so viel wegschenkst mit Standardsituationen und Zweikämpfen und dummen Foulspielen, da muss man sich nicht wundern, wenn man auswärts in der Liga verliert. Daheim verliert. Also von daher. Aber ich denke, dass der Sieg für Eichstätt geht in Ordnung. Wochenende spielfrei, weil der Kapitän heiratet. Und dann mit voller Kraft gegen Unterhaching, Bruder der Duell. Ja, der Mike kann wieder spielen in Unterhaching. Dann schauen wir mal, was die Brüder gegeneinander machen. Und, der Dennis wird sich, glaube ich, einiges vornehmen. Hofft, dass sein Bruder treffen in dem Spiel. Und dann hoffen wir mal, dass wir da ein glücklicheres Ende haben als heute. Also wir müssen auf jeden Fall, wir können es leider nicht verschmerzen, was wir für Ausfälle haben. Egal, ob das ein Florian De Prato oder ein Georg Ball ist. Das sind Leute, die können wir nicht ersetzen mit unserem Kader. Dafür sind wir zu frisch in der Liga und auch noch nicht reif genug. Und da sieht man, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben. Obwohl, hätte uns vor der Saison jemand gesagt, wir hätten jetzt 16 Punkte, hätten wir es auch genommen. Also von daher können wir im Gesamten noch zufrieden sein mit der Spielleistung. Halt nicht, aber dafür treten wir jedes Wochenende an, um es besser zu machen.